Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen, heute mit Familie Steffen. Und hier seht ihr Silvio Steffen, eines der 5 Kinder von dieser Familie. Nämlich, ja, die Eltern sind die Anna Steffen, geborene Antonini, mit ihrem Ehemann Kurt und Sandro, Silvio, Stefanie, Savina und Steffen. Yay! So. Ja, lass uns mal gucken. Was haben wir denn alles? Die Anna, die ist hier oben. Déjà-vu irgendwie. Die letzte Folge hat auch damit angefangen, dass die kleine Sabine auf dem Töpfchen ist. Na gut. Aber auch Sabine muss ja öfters als einmal aufs Töpfchen. Nee. So, du kannst dann einmal die Sabine dann noch baden und ihr was zu essen bringen. Flasche holen für Sabine. Und danach kannst du... Ups, nicht betrachten, sondern ich wollte einfach nur schlafen, dich liegen. Dann Kurt, der schläft. Sandro ist momentan da draußen. Okay, Sandro, du kannst dann mal ins Bett gehen. Geh mal ins Bett. Und der Silvio, glaube ich, fast auch. Upsa. Der sitzt schon wieder und spielt. Upsa. Kameraführung. So, du kannst hier benutzen. Dann einmal säubern. Oh, hat das Telefon gerade geklingelt? Mhm. Okay, warte, dann sage ich mal abheben. Und dann benutzen und säubern. Und dann kannst du ins Bett gehen. Du nimmst das zweite da. Und Stefanie. Ja, Stefanie kann jetzt mal langsam auch doch mal aufstehen. Du gehst dann auch auf irgendeine Toilette. Nimm mal die hier. Was? Du hast dich entschieden, unsere neue Zeitschrift zu testen. Möchtest du das Musik- und Tanzmagazin bestellen? Nö. Hatten wir jetzt nicht vor. Ja, später kann ich es immer noch bestellen. Das ist okay. So, Anna holt jetzt noch was zu essen für die Sabina. Und geht dann ins Bett. Und die Stefanie, die geht einmal auf die Toilette. Dann würde ich sagen, dann isst du mal was. Holst dir was raus und du musst auch noch Hausaufgaben machen. Und eigentlich auch der Sandro. Also, Sabina, die darf jetzt erstmal was essen und der Steffen, oh, shit, der muss mal gleich jetzt irgendjemand mal rausholen. Kurt, wie weit bist du? Hm, Sandro ist jetzt gerade im Bett. Silvio ist noch, warte mal, Silvio, könntest du den Steffen mal kurz rauslassen? Oh, Big Ray. Jumbo. Ein bisschen Harndrang hätte er zwar im Grunde auch. Ja, setz ihn mal da drauf. Sabine, hast du gegessen? Ja, hat sie. Okay. Keine Ahnung, was ich hier essen soll. Immer Dessertteller. Ja. Das ist auch ein... Ja. So, kleine Sabine. Nee, geh nicht zu den Eltern. Du kannst hier... Guck mal, Logik könntest du vielleicht. Das hier ist doch Logik. Das könntest du mal spielen. Und Silvio... Ja, der kümmert sich jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen hier um die Kids. Naja, warum auch nicht? So, Steffi, ich guck mal. Steffi, den Rest kannst du dann abspülen. Yay, du bist morgen älter. Dann haben wir noch ein Teenie im Haus. Freunde und Spaß würde eigentlich hier noch... Was habe ich denn bei dir eigentlich? Körper sehr gut, Logik noch gar nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, guck mal in die Sterne und ich hoffe mal, dass es da ein bisschen, ja, dass es dir Spaß macht. Kreativität können wir allerdings genauso bei ihr aufbauen mal. Hm. So, Sabina ist da, Steffen, der ist auch mal kurz zu den Eltern gegangen. Du könntest auch zum Beispiel Kreativität, das da, guck mal. Ein Logikpunkt für Sabina. Yay! wie viele Urlaubstage hast du noch? 7? Wow. Okay. Kurt. Oh, Kurt, der kann jetzt langsam mal eigentlich fast aufstehen, ne? Sandro und Silvio sind jetzt beide ins Bett gerutscht und... Yay, Wissenschaft. Oh, ach, ich wusste bei ihr noch gar kein Hobby, oder was? Wusste ich das noch nicht? Doch, ich wusste, dass sie Wissenschaft
mag. Ein Logikpunkt. Und das macht dir Spaß, also dann lasse ich sie jetzt echt mal hier oben. Also das machen. Wobei, habe ich irgendwo eigentlich ein Schachspiel stehen bei euch? Da, guck mal. Da schicke ich mal den Kurt nämlich dorthin. Der hat zwar jetzt schon alle Logikpunkte. Aber dann kann ich mal die... Wow, ist sie schnell. Dann kann ich aber mal Stefanie zu dir rüberholen. Dann ist es ja auch, dass ihr ein bisschen die Freundschaft erhöht. Wobei ich nicht weiß... ja, okay. Also er müsste eigentlich mit den kleinen, also mit den jüngsten Zwillingen machen. Ja, also sie kennen sich noch nicht alle so hundertprozentig miteinander und so, aber... Oh Gott, mit allen Geschwistern, Steffi. Naja, gut. Aber jetzt ist der Papa wach. Die anderen schlafen alle. So, dann geh doch mal hier rüber. Mit Kurt mitmachen. Die hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit 3 Logikpunkte gemacht, gell? Süß. Gut. So, die Anna schläft. Kurt und Steffi spielen. Sandro? Okay, Sandro, den wecke ich jetzt gleich auch nochmal auf. Der muss noch Hausaufgaben nämlich machen. Und deswegen, ja, wobei, komm. Komm mal runter. Mach das mal direkt. Silvio darf schlafen. Und die zwei Kids, die lernen halt gerade hier auch oder üben. Wie auch immer. Wie viel habt ihr schon? Du bist Logik. Du hast jetzt gerade mal einen gemacht. Und Steffen hat noch keinen ganzen Kreativitätspunkt. Also dich, ja, ich lasse euch mal. So. Ja, wer wird mal dieses schöne Haus erben? Ich weiß es eigentlich noch gar nicht so ganz genau. Also, Sandro habe ich ja noch keine Ahnung, wer mal... Also, ja, die Olive wäre eine Möglichkeit. Olive Ottomas, wenn ich die beiden zusammen bekomme. Olive hätte aber kein eigenes Haus, also würde er irgendwie was brauchen. Silvio, der ist ja mit Sophie Sims. Also ich denke, die beiden, ja, sieht für mich schon so aus, als wenn die beiden dann auch zusammen kämen. Und ja, sie hat auch kein eigenes Haus. Also dann könnte ich mir vorstellen, Silvio eigentlich hier auf jeden Fall hier reinzubringen. Steffi weiß ich, nee, also eigentlich eines der Jungs bekommt ja meistens bei mir die Häuser einfach zwecks den Namen. Der Name des Hauses ist ja auch Steffen. Jo, und der Jüngste, keine Ahnung, das wird sich alles irgendwo vielleicht mal zeigen. Schauen wir einfach mal. So, Anna, wann kann ich dich denn endlich jetzt dazu bewegen, aufzustehen? Kurt. So, Kurt, Freundschaftslevel ist voll und eigentlich bräuchtet ihr beiden das ja auch nicht unbedingt weiter ausbauen. Was für ein Hobby hast du eigentlich? Bastelarbeiten? Okay, ach, da bin ich immer so unsicher. Internetrecherche. Ah, ich könnte Internetrecherche machen, warte. Über Bastelarbeiten. Dann geh du mal das machen und ich guck mal nach dir. Weil du musst noch die Hausaufgaben erstmal machen. Und danach kannst du noch ein bisschen Klavier üben gehen eigentlich. So, die beiden hier oben. Okay. Anna, aufwachen. Genau, Anna, du gehst erstmal vielleicht für dich selbst gerade mal kurz auf Toilette und dann... ja, genau, warte mal. Jetzt muss ich das noch leeren erstmal alles. Okay, Silvio, hilf mir mal. Hier, mach mal, warte, so, mach mal die Savina aufs Töpfchen, bitte. Silvio, wo ist er denn? Da ist er. Oh, die Fahrgemeinschaft von Anna kommt in einer Stunde. Ich lasse sie ja aber nur immer nur Urlaub nehmen. Ist jetzt 7 Tage Urlaub. Sie will ja eigentlich, also ihr Lebensziel ist es nämlich eigentlich 6 Enkel zu haben. Und da wird es natürlich ein bisschen brauchen, bis die Kinder selber Kinder bekommen, ne? Ganz, ganz klar. Ach, Savina, warum stellst du dich denn immer so an? Ich verstehe es nicht. Komm, nochmal. Mach sie mal nochmal aufs Töpfchen. Und die Anna wird hier das hier nochmal leeren. Komm schon. So,
Katharina. Jetzt mach das ins Bett, Mann. So, Sandro, okay, du benutzt mal hier. Und ich würde mal sagen, du, keine Ahnung, du, genau, du gehst mit Logik, also Schach spielen. Ich hoffe, das macht dir Spaß. Die Anna. Anna, du gehst mal hier wegwerfen. Das hier nochmal leeren. Der Silvio, der darf nochmal duschen gehen. Du gehst mal hier duschen. Ach, und was ist mit ihm? Harndrang auch. Warte. So, Steffen aufs Töpfchen bringen. Oh, jetzt ist das Ding kaputt gegangen hier. Das könnte Kurt ja eigentlich dann auch machen. Nein! Nein, 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 nein! Stopp! Nein! Du sollst Steffen aufs Töpfchen bringen, wenn der jetzt aufhört zu spielen. Komm. Er hätte auch noch ein bisschen Hunger, aber okay. Nein, was machst du? Hier, Steffen aufs Töpfchen bringen. Komm schon. Los. So, warte mal, ich muss mal. Ja. So. Okay, und warte mal, Sandro. Was ist denn? Ich habe doch gesagt, du sollst hier üben. Oder mag er das nicht? Ist er zu nervig gelaunt? Kurt hat die Grippe. Na super. So, dann würde ich nämlich zu dir sagen, du machst mit Sandro mit und dann könnt ihr zwar euch nämlich ein bisschen besser kennenlernen. Okay, jetzt... Ja, du gehst auch nochmal duschen. Du müsstest aber auch nochmal spaßig irgendwas tun. Aber dann würde ich erstmal sagen, du gehst erstmal was Reste nehmen. So, der Kurt. Wann musst denn du zur Arbeit? Um 10, okay. Dann würde ich nämlich sagen, benutzen und dann gehst du auch nochmal irgendwas essen gerade erstmal. Der Sandro, der... irgendwie ist Steffi, glaube ich, gerade nicht aufgestanden gewesen, ne? Ach, Sandro. Komm, dann geh mal Fernseh gucken, bitte. Sandro, Fernseh gucken, bitte. Was ist das? Was? Ah, guck mal, mach mal den Sandro seine Hausaufgaben fertig. Das ist ja fast fertig gewesen. Und dann kannst du wirklich nochmal chatten. Das ist, warum auch nicht. Warte. Oder, keine Ahnung, hier mal mit ihr spielen. Ballwerfen spielen. Oh. Okay, die beiden. Steffi, die geht zwischen den beiden hin und her. Oh Gott, sie ist fast müde. Was mache ich denn mit ihr? Das ist natürlich auch doof. Okay, ich lege sie mal in das Bett. Ich glaube nämlich, ihr eigenes Bett hat nicht so viel von Energie und so, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen... Oh, hat jetzt eigentlich jemand von euch beiden... Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Von Anna hat das gelernt. Yay. Die Sabina muss es noch lernen. Oh, die ist auch schon wieder fast fit. Ach, Silvio, das habe ich jetzt so nicht gedacht, dass du das machst. Okay. Also, die drei Kids, die müssen gleich wieder ran. Du kannst mal die Sabina rauslassen. Und, warte. Sabina aufs Töpfchen bringen. Warte. Ah, welches Töpfchen geht denn? Das da. Und dann vielleicht noch leeren und dann selber nochmal auf Toilette gehen. So, ich glaube, deine Stunde ist damit dann auch schon geschehen. Was würde dir denn am meisten Spaß machen, mein Junge, ey? Oh Mann. So viel schaffe ich gar nicht mehr bei dir. Du kannst aber auch nochmal Rest nehmen. Anna, das hier mal abspülen. Und auch nochmal Reste nehmen. Halt. Reste nehmen.
Kurt. Upsa. Keine Ahnung. Das hier zum Frühstück. Genau, Kurt. Du räumst das nochmal auf. Ich glaube, dass das sehr, das ist halt nicht, also das bringt halt nicht so viel vom Hunger. Gefühl, Bedürfnis, wie auch immer. So, du gehst mal hier nochmal ins Bad. Dann bist du auf jeden Fall super erledigt. Sandro ist jetzt etwas, wobei jetzt ist schon Schulzeit, ne? Na gut. Dann geh mal. Silvio geht. Stefanie, die schläft noch, aber die wecke ich jetzt halt auch auf. Oh, sie hat es jetzt geschafft. Oder? Sie hat es doch jetzt. Ja, yay. Sehr schön. Dann kannst du ein bisschen Mechanik, das heißt mit Klötzchen spielen. Und der Steffen, ist der jetzt auch schon fit? Nee, komm, Steffen, du kannst noch ein bisschen schlafen. Geh noch ein bisschen schlafen. Warum geht es nicht? Ich kann jetzt echt nicht anklicken, okay? Dann geh noch mal ein bisschen mit dem Charisma-Häschen da spielen. So, Kurt. Kurt ist hier draußen. Okay, der räumt gerade irgendwie, glaube ich, was auf. Recyceln. Und dann das hier aufräumen. Und dann gucke ich noch mal hier einsprühen. Und ja, die andere kann ich gerade nichts tun. Warum ist die Umgebung hier draußen so blöd? Oh, er muss zur Arbeit. Okay, dann vergiss es mit dem Einsprühen, geht zur Arbeit. Und. Ah! Sandro! Es hat keiner gesagt, dass du zu Hause bleiben sollst. Geh zur Schule, bitte. Los! Die Mama hat dich voll aufgehalten hier, glaube ich. So, einmal Reste weglegen. Wo ist eigentlich unser Butler? Ich habe wirklich keinen Butler mehr hier, ne? Guck mal, das kannst du dann einsprühen. So, und den Rest abspülen. Und dann würde ich dich einfach mal ein bisschen hier auch nach draußen schicken zum Schwimmen. Und ich habe schon 9:40 Uhr und dann heißt es ja für mich, so, ich sage einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann weitergeht. Und dann gehen wir nach nebenan zu Familie Blender. Lass es dir gut gehen, lass gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, eure Sagi Night Out. Ciao, ciao.